So, jetzt gucken wir mal. Da hinten kommt schon der Josef Engels aus seinem Lavendelfeld. Live und in Farbe und hat hier den ersten Lavendel der Saison sozusagen dabei. Richtig. Die Provence aus dem Rheinland. Ja. Das ist Ware, die dieses Jahr im Februar getoppt worden ist und komplett ungeschützt durch den Winter gegangen ist. Also super hart, kann nichts mehr dran passieren. Die haben alle Früchte schon abbekommen und fängt jetzt an auszutreiben und wird in wenigen Wochen dann auch mit Knospe und Blüte verkaufbar sein. Gibt es dieses Jahr ein neues Etikett, ne? Ja, dazu gibt es immer auch wohl ein Etikett. Die Happy und Rastatt hier. Und das ist auch total windig. Graspapier und mit Holzstäbchen. Ja, super. Und Pflanzenpass ist auch drauf, sehe ich. Mit genau, Etikett. Eher in. Und, ja. Und das ist jetzt den ersten Satz, der steht hier unten und dann kommen weitere Sätze. Genau, wir kultivieren eigentlich satzweise bis in den September, Oktober hinein und dann immer in drei Farben: Weiß, Blau und Duo und in vier verschiedenen Topfgrößen. Das wären 13er, 15er, 19er und 23er Topf. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und da haben wir die erste mit Blüte. Was denkst du? Also, je nachdem, wie verkauft wird natürlich. Genau, aber ab Mitte Mai ist da auch Blüte drauf. Und wir fangen jetzt an zu vermarkten. Ja. Okay, prima. Kann man hier auch sehen. Hier ist nochmal die ersten Container stehen da schon. Ja, prima. Schauen wir mal weiter. So, und jetzt gucken wir nochmal auf die Lavendelfamilie. Genau, hier haben wir nochmal aufgestellt. So verschiedene Topfgrößen. Also, einmal gibt es den Potpourri im 13er Volumen-Topf, dann den 13er. Standardtopf in Weiß-Blau Duo, den 15er in Weiß und Blau, dann den 19er Topf in Weiß-Blau und Duo und den 23er Topf in Weiß-Blau und Duo. Ja, prima. Und so können wir das in den verschiedenen Größen den Sommer über anbieten. Ja, super. Hortensien, aber da kommt der Josef noch mit einem neuen und typischen Fluchtbandprodukt um die Ecke, der hält ja auch nicht an. Ja. Die Himbeere. Genau. Himbeere haben wir ja zusammen mit Artmeier und Frese entwickelt. Das sind überjährige Pflanzen, die jetzt am einjährigen und am mehrjährigen Holz blühen. Ja. Am mehrjährigen jetzt sofort, also für Ernte Ende Mai. Ja. Und alles, was von unten nachtreibt, ist ja, später im Jahr. Ernte, ne? August, irgendwie sowas. Also wir haben eine rote und eine gelbe Sorte und sie bleibt halt schön buschig, kompakt, ist wunderbar zum Auspflanzen im Garten oder für den Balkon. Ja, so, jetzt ja, im Fachhandel brauchen wir immer wieder neue Sachen, ne? Und jetzt hast du was für uns. Genau, Runaway Bright, eine neue Züchtung Hortensien, Gelandhortensien nennt sie sich. Die blüht auch am einjährigen und am überjährigen Holz. Bildet Gelanden. Und ist einfach sehr schön anzusehen. Wir haben verschiedene Topfgrößen. Das ist der 17er, glaube ich, ne? 17er Topf und das ist der 6 Liter Topf. Ja, okay. Und nachher kommen auch noch ein paar Ampeln, wo sie sich auch sehr gut für eignet, weil sie so ein bisschen den hängenden Ball hat. Stimmt, die haben wir auf der IPM auch schon kurz ein paar gezeigt. Genau, Gewinner der Chelsea Flower Show 2018. Ja, einfach was Schönes. Ja, und jetzt hier schon in der Ladehalle. Wir können ja mal in der Ladehalle vorbeilaufen. Sozusagen. Das ist jetzt schon kommissionierte Ware, entweder für den Großmarkt, auch weil noch nie überfahren wird. Ja, da wird kommissioniert für Großmarkt. Ja, oder auch für. So, jetzt stehen wir hier in der Aufkultur. Geranien. Bis der Arzt kommt, sozusagen. Ja, eine unserer größten Kulturen, eigentlich die Pelargonien. In mindestens 20 Sorten. In Sätzen Verkauf ab Woche 13 bis hin zu KW30. In dem 13er Topf. Dieses Jahr haben wir die Topffarbe geändert, weil wir sie 100% recyclingfähig und aus Recyclingmaterial haben wollten. Wir haben das alles in unserem Blütenlusttopf, so wie alle Beet- und Balkonprodukte bei Plusglanz. Kleiner Blick in die Technik hier. Ja. Topfmaschine, ne?
Ja. Hier topfen wir gerade Panikolade aus Hessen im 15er Topf für Freiland, die dann gleich mal rund blühen werden. Ah. Genau, hier auf dem Band geht es dann direkt zum Pufferband für draußen und neben dran werden sozusagen Hängegranien gerückt. Genau, das ist der nächste Platz Hängegranien und die werden hier nochmal auseinander gerückt und dann in das Körbchen noch eingezogen, dass sie zur Vermarktung stabil verpackt werden können. Genau, wie so ein Rückerstand und dann ein Rückerstand. Ja, die Maschine kann ja viel von den Stunden laufen passen, ne? Wenn man Leute hat, die dann noch. So, jetzt kommen wir in die Hortensien und hier stehen wir jetzt voll in dem Kamara-Haus aktuell. Ja, Jungs, da gibt es eine ganze Zahl Farben, Sorten. Genau, Kamara haben wir jetzt seit über 5 Jahren eigentlich im Sortiment. Es ist immer wieder nochmal eine neue Farbe dazugekommen, wir haben sie immer so ein bisschen aufgereiht. Ja. Besonders ist die große Blüte, die noch weiter wächst, auch im Aufblühen und die auch ihre Schönheit behält im Aufblühen. Das heißt, ja, in der grünen Phase ist sie attraktiv, danach hat sie ihre eigentliche Farbe und man in dem Abblühen ist sie auch weiterhin schön. Also eine wunderbare Hortense für den Hauseingang, nicht geeignet für die volle Sonne, sondern wirklich Halbschatten und einfach attraktiv über die Farbe. Das ist Champagner jetzt. Hier ist Rosa, Rosé, Pink. Es gibt ein Flieder und es gibt auch noch ein echtes Blau. Ja, man muss natürlich sagen, ich muss wirklich so eine Blütenform auch haben, Größe haben, sonst wirkt sie noch nicht wirklich. Ja. Sonst sieht der Kunde nicht den Unterschied zu einer normalen Hortensie anscheinend. Ja. Also natürlich total wichtig, dass sie richtig offene Blüten hat. Wenn man so in den Bestand reinguckt, dann muss man sagen, also hinten ist Flieder, sieht ganz gut aus, aber ansonsten müssen wir hier noch gleich eine Woche warten. Oder? Genau. Ja, ja, das fängt jetzt langsam an. Ne? Ja. Ist aber auch ein typischer Muttertagsartikel, Geschenkartikel. Genau. Geschenkartikel, Impulsartikel. Ja. Und in 2 Topfgrößen, das hier ist der 5-Liter-Topf und dann haben wir auch noch XL-Varianten im 10-Liter-Topf da hinten stehen. Ja, und so sonst produziert die in Kooperation, also Artmeier macht auch welche. Genau. Hier bei Engel stehen welche und bei Artmeier stehen welche, die fangen ein bisschen später an. Genau, er fängt Anfang Mai an und dann ist das exklusiv für Deutschland, das Verkaufsrecht. Ja, wunderbar. Man könnte sagen, es gibt nur Hortensien bei Engels, das werden wir gleich auch nochmal zeigen, dass das nicht so ist. Aber hier gibt es noch mal eine zum Gucken, die Tabletensia. Genau, Tabletensia in 2 Farben, rosa und blau. Besonders daran ist sie, dass sie wirklich kurz bleibt. Das heißt, man kann auch seinem Gegenüber in die Augen schauen, wenn sowas auf dem Tisch steht. Selbst mit 2 Meter Abstand, ne? Kann man dann noch gucken. Ja. Korrekt. Ja. Und einfach eine flach wachsende, schöne Hortensie, die auch an jedem Trieb eine Blüte trägt. Ja, das ist ja 10, 15 plus, so beinahe, ne? Ja. Ja. Ja, wunderbar. So, jetzt haben wir eine weitere Spezialität, das Querbeet. Das gibt es hier auch schon einige Jahre und zeichnet sich aus durch verschiedene Pflanzen in einem Topf. Querbeet halt, ne? Genau, es sind immer 3 verschiedene Gattungen in einem Topf. Zum Start beginnen wir eigentlich standardmäßig mit der Tweety Pop. Das ist eine Bident und 2 verschiedene Verbenen in einem Topf. Da gibt es auch eine Ergänzung dieses Jahr mit 2 verschiedenen Bidents und einer Verbene im Topf. Bienenfreundlich und einfach ein Hingucker. Danach geht es weiter mit Ton-in-Ton-Mischungen. Da haben wir dann auch verschiedene Gattungen im Topf. Das können dann Lobelien, Verbenen, Petunien sein, die wir dann in 3 Farbtönen, blau, rosa und weiß, als Querbeet-Mischungen verkaufen. Alles in dem Querbeet-Konzepttopf, der auch wiederum 100% recycling-fähig und 100% ausrecycling ist. Ja, hier sind wir im Calibrahoa-Haus. Ein Dach aus Eftlin-Folie, UVA, UVB durchlässig, volle Sonneneinstrahlung. Hält die Pflanzen schön kompakt und ergibt intensive Farben. Wir haben aktuell bei den Kalibrafonen 3 verschiedene Mischungen. Einmal blau, rot, gelb, rosa, pink, blau und orange, gelb, pink. Und machen da
ab Woche 25 auch 5er Mischungen raus im 15er Topf und in der 19er Schale, die sehr schön für den Sommer dann auch sind. Ja, und da heißen sie dann 5 Freunde. Richtig, da verkaufen sie unter 5 Freunden. Aktuell sind sie dann auch im Blütenlusttopf und die machen wir auch satzweise dann bis in den Juli hinein. Ja, schön. Da kommt auch noch was. Genau, kommt immer noch was nach. Kann man so sagen.